Wo, was soll ich denn hin? Warum habe ich hier? Ach. Wir müssen hier mit dem Tschüss reden. Nee, erstmal hier. Das, habt ihr das auch hier, das Symbol? Nur einfach, wo ich hier gerade stehe. Dass ich mir eine Festung kaufen soll. Wir haben sie in lila. Ja, eben. Nur labert mal hier mit dem Symbol. Also mit dem Terminal. Also ich kann ja noch keine kaufen, von daher kann ich die Quest ja gar nicht machen. Ich auch nicht. Ja, ja, aber es geht mir um das Symbol hier auf der Karte, was ich habe. Habt ihr das jetzt auch? Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt habt ihr das auch, okay. Kurze Zwischenfrage. Bei der galaktischen Raumjäger-Quest habt ihr schon 4 und bei der PvP-Weekly habt ihr 2, ne? Ja, kann sein. Ja, guck mal schnell nach, bevor wir den anlabern. Weil dann mache ich, hole ich mir Mittwoch die Quest und mache nochmal die 2. Keine Bock. Nee, heute nicht, deswegen ja, aber ich muss mir ja Mittwoch die Quest dann holen, die ihr schon habt. 2 und 4, ja? Ja. Gut. Weil ich habe nämlich, wo wir jetzt die wo wir die eine Woche Pause gemacht hatten, habe ich das nämlich voll verpeilt, sonst hätte ich die 2 gemacht. Und ich habe ein Paket für euch. Öffnet es nicht. Am besten seht ihr. Der sieht nicht gut aus. Der hat voll gekifft. Ich zeige euch, wo ihr ihn findet. Dorthin müsst ihr. Vor allem aus dem armen Cat, der Teil kalt sein. Der ist halb low. Oh, Marcel hat voll den Delay. Das ist dein Problem, Marcel. Jetzt redet er gar nicht mehr. Ich könnte Marcel jetzt die Uhrzeit durchgeben und er soll, sie, soll dann seine durchgeben, so 10 Minuten später. La 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 la. Den Erfahrungsschub hebe ich mir auf. Warum redest du denn nicht? Weil das 1000 Stunden später bei dir ankommt. Nö, geht doch. Kam vernünftig an. Ja, mittlerweile. Ja, jetzt ist alles gut. Welche Rüstung will ich denn haben? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Mhm. Ich habe meine Raumjägerrüstung noch nicht mal ausgepackt, deswegen habe ich die da auch nicht drin. Ich nehme die andere, weil die sieht so schön böse aus. Also so badass. Und noch gar nichts Oranges. Die sind in der Kiste drin. Die Raumjäger-Sachen. Oder was meinst du jetzt? Sowas fehlt mir denn. Als erstes sollten wir mal den Helm anlegen, weil davon haben wir nämlich noch gar keinen. Klingt doch vernünftig, oder? Frisur. Ja, du kannst ihn ja. Okay, du kannst ihn kaufen, dass du ihn ausblenden lassen kannst. So. Bin ich so ein bunter Hund. Aber man kann ja hier... Wo kann man nochmal die Rüstung so aufeinander abstimmen? Ach, geht nicht. Scheiße, muss man Abonnent sein. Für alles muss man Abonnent sein in diesem Spiel. So, und hier gibt's Mod-Auszeichnungshändler. Hallo? Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Ich brauche eine Armierung. Kommandosoldat oder Reflex. Kommandosoldat ist mehr Ausdauer drauf. Mod habe ich schon. Was ist denn das dritte? Ach, Kühnheitsverbesserung. Verstehe. Ja. Gibt es leider nur eine Variante von. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ziemlich doof für euch, weil da Ausdauer drauf ist. Besserung. Sag mal, so ein Färbemodul ist aber kein Farbkristall, oder? Bei Rüstung. Das ist was anderes. Nö. Guti. 10 habe ich noch. Womit kann ich dienen? Okay, nächste kann ich mir kaufen bei. Ich kann es ja jetzt schon mal kaufen.
Ne, ich kauf noch nicht. Ich lass das mal. So, ich habe meinen Helm ausgerüstet. Also, vollgepackt. So, hier hinten gab's nichts Interessantes mehr, ne? Ne, ich noch nicht. Wir haben ja von der Quest eine Mod bekommen und genug Marken für den anderen Kram haben wir. Und Helm hat uns halt gefehlt. Domi hat den anderen Helm, ne? Ja. Hm, der passt irgendwie besser zum Agenten. Ja, meins. Das andere Ding ist einfach zu fett. Ja, ja, das passt halt zum Dingens. Und so ganz cool aus, der Helm. Ja. Mein Leben. Ja, aber es ist halt. Du hast halt so eine Pilotenrüstung, ich hab so eine Cyborg-Rüstung. Und das passt ja zum Dings voll gut. Mhm. Und ich bin ja auch noch Mac-Joker, also von daher passt das perfekt. So, Marcel. Ach, der ist noch an der Post, deswegen du. Du hattest das noch im Briefkasten, ne? Ich guck. Ja. Und grad mal gucken. Das sind halt diese vier Kisten mit den Pilotenausrüstung. Also du brauchst ja eigentlich nur die zwei. Zwei. Fürs. Hast du nur zwei? Na, die Anzüge sind halt jeweils zwei. Na, zwei fürs Imperium und zwei für die Republik. Hab ich. Ich hab nur eine Ausrüstung pro Fraktion. Seite. Okay, welche hast du denn? Ich ja, hab genau. Imperialer getarnter Pilot. Und Domi hat irgendwas. Ich hab Staffelkommandanten. Imperialer Kampfass Pilot. Und genau, Kampfass und. Oh Mann. Oh. Das ja. andere ist halt Republik. Domi, du hast doch auch vier, oder? Ja, aber mir gefällt der Republikaner-Helm besser. Warum hat Marcel denn nur zwei? Keine Ahnung. Weil ihr länger wahrscheinlich den Account schon habt. Das macht aber in der Hinsicht gar keinen Sinn. Also hätte Domi's jetzt nicht gehabt, hätte ich es mir leicht erklären können, weil ich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, Abonnent war. Wieder mal. Aber ist ja auch egal. Wisst ihr was, während Marcel da macht, machen wir jetzt mal unsere unsere Klassenquest. Ich flieg mal rüber. Ja. Machen wir. So. Also ich habe meine Rüstung jetzt auch in der Tasche bei. Weil immer wenn ich was finde, kann ich es gleich einpacken. Ich denke mal, das ist ganz okay so. Lalalalulululu. So. Ah, Domi, flieh mal zu den Mandalorianern, dann können wir da nämlich auch noch die Quest abgeben zusammen mit Marcel. Warum habe ich denn gerade keinen Sound? Fällt mir gerade auf. What the fuck? Mein Sound war ausgestellt. Warum das denn? Keine Ahnung. War der die ganze Zeit aus? Braucht ihr Hilfe? Nee. Hatten wir nicht noch mit irgendjemandem geredet? Ich hoffe, er war nicht im Festungskommissar. Und der hatte aber geredet. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendeine Tastenkombination gedrückt. Marcel kann sich ja per Holo ran beamen. Bist du gerade an der Bank, Marcel? Ah. Was? Nee. Okay, Marcel hat Republik an. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Okay, was anderes. Verräter. Ist auch cool. Würde nicht mehr lange. Nee, ist in Ordnung, oder? Hauptsache, du hast jetzt erstmal deine Rüstung bestückt mit Mods. So. Das zweite macht gar keinen Sinn. Oh, ich klinge auch noch jetzt so spacig. Einen Moment. Ich habe nie jemanden getötet, der... Domi, achte mal gleich auf meine Stimme, wenn ich nochmal was sage. Gehört. Alles klar. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Dann gebt ihr also zu, dass ihr mit diesen brutalen Morden zu tun habt. Nein. Ich habe nie eines der Opfer angerührt.
Marcel, Auto dein Holo flackert. Kauf dir mal ein neues. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie zu organisieren. Das soll so sein. Ist oldschool. Ich wusste nicht, was das bedeutete. Was ist das eigentlich für eine Rasse von Renegin? Als ich sie darauf ansprach, keine Ahnung. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Das ist Renegins Rasse, genauso wie Yodas Rasse, man kennt die gar nicht. Das ist ein Unikat. Das wird nicht gut gehen. Geil, ich später wird geil, oder? Voll badass. Aber du wirst wahrscheinlich auch so klingen, weil du ja auch komplett ich stecke bis zum Hals drin. Einen kompletten Helm auf hast, nicht so wie Marcel, also hat ja nur so eine Brille und einen Hut. Ich brauche Hilfe und würde auch dafür bezahlen. Also der Mund ist frei, kurz die Interesse? Ich garantiere für nichts. Ich will nur dieses Problem lösen. Marcel klingt nur durchs Holo, so basic. Nur auf zwei Arten. Entweder das Großmal loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Oh je. Yeah. Erstmal schön die Sith verraten, Marcel, wa? Oh Mann, oh, jetzt kann ich nicht. Ich kann nichts auswählen. Ah, da darfst du nicht mitmachen, okay. Oder verlässt einer drum und passt? Das ist voll kacke. Aber du müsstest. Ach, du hast jetzt gar nichts gekriegt, oh. Ich habe einen Plan, der so gut ist, dass ich auch nicht Sorgen machen muss. Nee. Ihr nehmt ich habe auch kein Sternchen bekommen. Akolyten, der ganze Doch, du hast 50 bekommen. Die Akolyten werden die neuen Ziele meiner Auftraggeber. Ne, du hast 50 Sorgen. Und wir beide gar nichts. Warum auch immer. Doch, gehen, bei mir auch angezeigt, dass du 50 bekommen hast, René. Achso, okay. Du hast auch 50. Okay, wird bei mir halt... Also bei mir wurde es wahrscheinlich nur unten angezeigt, ist ja auch egal. So. Dürfen wir jetzt Akolyten markieren? Naja, das machen wir gleich, wenn Marcel ready ist. Wir machen jetzt aber erstmal unsere Quest. So, ich muss hier rein. Du musst hier nicht rein, wa? Ne, ich muss zu meinen Agenten, Homies. Oh yeah. Boy. So, wo sind denn meine Spacken? So. Fertig mit Bestücken. Gott sei Dank hatte ich noch Kotteilmünzen. Was hast du denn gemacht? Hast du jetzt eine andere Rüstung gekauft extra? Was? Nein! Was hast du denn sonst gemacht? Ich hab jetzt meinen Kopfslot ausgeblendet. Ach so! Ach so, okay. Ich dachte, du hast jetzt extra für eine Rüstung Geld ausgegeben, gesagt, weil es gibt so viele geile Rüstungen, die du für sehen, wenig Credits kaufen kannst. Hab. Ich hab noch keinen Rodianer so schnell laufen. Oh wow! Hallo, Süße! Wo muss ich eigentlich hin? Die geilsten NPC-Namen ever. Vater und Sohn. Geh einfach, flieg mit dem Gleiter da im Norden auf die andere Seite und geh zu deiner Hauptquest. Also zu deiner Klassenquest. Oh so, jetzt flirte ich erstmal, jawohl. Oh, ich bin noch zu haben und Marco steht neben mir. Nicht nett. Sie sieht mich gar nicht, ich hab einen Helm auf und bin fett. Aber ich kann nichts daran machen, klar? Voll die Milf auch noch, die mit mir flirtet, aber die hat auch so riesen Hupen wie Marcells Charakter. Es ist nur noch ein einziger Platz in der großen Jagd frei. Und mehr als und drei ich. Dutzend Jäger sind scharf darauf. Die anderen können gleich wieder nach Hause fahren. Der Platz gehört mir. Wenn du ihn dir verdienst, gehört er dir. Aber viele andere haben die gleichen Pläne. Ich habe voll den Kassettenrekorder an meiner Hüfte hängen. Muss ich euch mal gleich an. In den Hauptraum und zoll ihm Respekt. Der Jagdmeister ist ein Wookie. Voll cool. Hat er auch so einen geilen Munitionsgürtel wie Chewbacca? Muss ich mal jetzt drauf achten. Ist das überhaupt ein Munitionsgürtel bei Chewbacca? Ich glaube schon. Ja. Irgendwie so. Still! Still, ihr Hunde! Still, ihr Hunde! Der Jagdmeister wird jetzt zu euch sprechen. Da ist so ein Riesenschwein. Ne, der hat keinen Munitionsgürtel. Aber der hat voll den geilen Mustache. Haare auf Haaren. Von den Fehler. Ihr habt den Jagdmeister gehört. Es geht um den letzten. Nee, der hat so ganz lange Haare unter der Nase, die sich wie so ein Rauschenbart unter. Also wie so ein Mustache. Ihr erwartet, dass wir hier jagen. Weil die ganzen Jäger sehen. Die Jäger sehen richtig geil aus. Der eine ist so, Wenn ihr Angst habt. Der eine sieht halt so arabisch aus, ich bin ja, halt so der Kopfgeldjäger, dann einer ist so ein Schweinemensch, einer sieht aus wie so ein Krieger, voll cool. Einer ist voll der Ober-Cyborg, mit geilem Bart. Nehmt ihn jetzt.
Einer hat so Google Glass. Die anderen, voll geil. Jäger, gehen jetzt zu ihren Beratern. Der hat so ein Display am Auge. Sie helfen euch, euch zu orientieren. Wieder, liebe Zuschauer. Und weisen euch je drei Ziele zu. Wer cool. seine drei Kopfgelder kassiert, darf am Endkampf teilnehmen. Endkampf. Wer seine Endlösung. Kopfgelder nicht kassiert, ist draußen. Auf Drom und Kars jagen? Das ist doch Selbstmord. Ich nehme die nächste Fähre von hier weg. Ich rate euch, dasselbe zu tun. Ich will an der großen Jagd teilnehmen. Und das ist die einzige Möglichkeit. Dann nehmt euch in Acht. Nicht der Dschungel von Drom und Kars ist gefährlich. Es sind die Leute hier. Ich verschwinde. Möge eure Beute vor euch. Der ist aber voll nett, der Typ hier. Was stehst du da noch rum? Geh und melde dich bei deiner Beraterin. Das ist Christa, Jungblut. Oh, die Olli, die ich angeflirtet habe, ist auch noch meine Beraterin. Suchen noch zwei Leute für die H4-Rennen. Die H4-Quests. Nicht H4-Rennen. Hofieren. Ein Dutzend Feiglinge sind hier eben rausgerannt. Ghetto! Das soll Huren heißen. Wenn Drum und Kars Lichtjahre hinter ihnen liegt. Die Grundlagen hast du doch verstanden, oder? Drei Kopfgelder für die schwersten Ziele auf Drum und Kars. Du musst alle drei erwischen, um dich für den Endkampf zu qualifizieren. Das ist der beste Auftrag der ganzen Galaxis. Ich mag dich. Du bist noch durchgeknallter als die anderen. Ich mag dich, du bist voll durchgeknallt. Mal sehen, wer dein erstes Ziel ist. Alter, den Arsch. Oha, das kann nicht stimmen. Hast du etwa Feinde unter den Mandalorianern? Nur Taro Blood, diesen Mandalorianer, der Brayden getötet hat. Was hat er getan? Halb so wild. Was gibt es denn? Dieses Kopfgeld würde ich keinem wünschen. Aber man muss das Blatt spielen, das einem ausgeteilt wurde. Das Ziel ist ein Republikaner. Hast du deine Quest schon? Er wurde bei einem imperialen Überfall gefangen genommen, hierher gebracht und versehentlich als Sklave. Ich brauch noch kurz. Es ist gut, wenn fette Aristokraten bekommen, was sie verdienen. Eben, der Adel soll verrotten. Ich habe gesehen, wie Imperiale ihre Sklaven behandeln. Das ist unschön. Altakas Sklavengruppe hat an einer großen Statue im Dschungel gearbeitet. Sie haben rebelliert und den Ort übernommen. Niemand kommt dort rein. Wir wissen ja nicht mal, ob er noch lebt. Wenn ja, wird seine Familie viel zahlen. Ich suche schon lange eine Gelegenheit, mal richtig abzusahnen. Dann ist jetzt deine Chance. Vorausgesetzt, du findest den Kerl. Die Sklaven wohnen in einem Zeltlager bei der Statue, die sie nie fertiggestellt haben. Wenn Altaka noch lebt, findest du ihn sicher dort. Bevor du dich auf den Weg machst, hier dein neuer Freund. Das S86K Carbonit Rüstungsupgrade. Oh, cool. Du wirst damit niemanden treffen, der hastig rumrennt. Die Ladezeit ist zu lang. Aber wenn er sich nicht wehrt, sagen wir, wenn er zusammengeschlagen wurde, friert ihn das S86K zu Transportzwecken ein. Ich hab diese Colto hier, diese Carbonit Einfrier-Ding, was Han Solo abbekommen hat, bekommen. Du wirst bestimmt viel Gelegenheit. Ich bin jetzt Jabba der Hutte Mobile. Finde diesen republikanischen Adligen und fordere das erste Kopfgeld ein. Dann komm so schnell wie möglich hierher zurück. Und ich sehe besser aus als so eine olle Schnecke. Oh yeah. So, ich habe meine Klassenquest.